Als nächstes kommen wir zu den Bildeffekten. Bei einer Präsentation, einer Reise oder eines Klassenlagers darf es hier durchaus etwas effektvoller sein. Dieses Bild hier, das wirkt jetzt bei diesem doch eher unruhigen Hintergrund ein bisschen verloren. Es geht fast ein bisschen unter. Und ich möchte jetzt, dass es so wirkt wie ein hingeworfenes Ferienbild. Wenn ich einen Doppelklick darauf mache, so kommen wir in den Reiter Bildtools und hier auf Format. Gleichzeitig hast du hier drüben eine Palette, in der du all diese Einstellungen auch manuell machen könntest. Ich gehe jetzt mal von so einer Vorlage aus. Es wird mir immer gleich angezeigt, wie das ausschauen würde. Ich nehme mal diesen Stil hier, damit wird so wie eine Verbindung auch zum Titel, der ja auch weiß ist, aufgebaut. Falls jetzt der Schatten noch zu wenig stark ist, könntest du die Transparenz noch etwas runterschrauben, allenfalls noch etwas mehr weich zeichnen, damit es ein bisschen ausschaut, als ob es etwas weiter entfernt ist. Da könnte man auch mit dem Abstand noch etwas nachhelfen. Was ich nicht will, ist, dass es ein bisschen dreidimensional wirkt. Deshalb wähle ich hier bei 3D-Format 0, damit es wirklich wie Papier wirkt. Du siehst also, du hast sehr präzise Einstellungsmöglichkeiten. Weiter gehe ich allerdings nicht in die Details. Ich denke, mit Ausprobieren kommst du problemlos ans Ziel. Hier drüben hast du noch diverse Korrekturmöglichkeiten. Du kannst Helligkeit und Kontrast noch anpassen. Es wird dir jeweils auch gleich eine Vorschau angezeigt. Und unter Farbe hast du Farbeffekte, rein schwarz, weiß und so weiter. Und bei künstlerischen Effekten so Filter, die du von Instagram und so weiter kennst. Übertreiben würde ich es nicht. Die Bilder sollten ja letztlich für sich selbst sprechen. Natürlich kannst du das Bild auch nachträglich zuschneiden, mitsamt dem Rahmen, aber das kennst du ja bereits vom Einstiegsworkshop. Bei der zweiten Folie haben wir diese beiden Karten, wobei die Europakarte etwas plump wirkt mit diesem weißen Hintergrund. Eigentlich hätte ich es gerne wie hier, sogenannt freigestellt. Und das ist sehr einfach möglich, wenn der Hintergrund wie hier einfarbig ist. Ich wähle das Bild mal aus und jetzt tippe ich bei Farbe auf transparente Farbe bestimmen und klicke einfach in diesen weißen Hintergrund und wenn ich jetzt wieder ins Leere klicke, so siehst du, haben wir unser Ziel schon erreicht.